Ein gleichschenkliges Dreieck hat den Umfang 36 cm. Die Basis ist halb so lang wie jeder Schenkel. Wie lang sind die Seiten des Dreiecks? Seien x die Länge eines Schenkels und y die Basis von dem Dreieck. In Schritt 2 stellen wir das Gleichungssystem auf. Wir wissen, dass der Umfang 36 ergibt, also x plus y gleich 36, also 2x plus y gleich 36. Wir wissen auch, dass die Basis halb so lang ist wie jeder Schenkel, also ist y gleich x halbe. So. In Schritt 3 lösen wir dieses Gleichungssystem. Wir wissen aus der zweiten Gleichung, dass x 2 mal y sein muss, also können wir in der ersten Gleichung x durch 2y ersetzen und somit erhalten wir 2 mal 2y plus y gleich 36. Also 4y plus 1y, das macht 5y gleich 36 und demzufolge ist y gleich 36 Fünftel, das heißt 7,2. Wir wissen, dass x das Doppelte von y ist und y kennen wir jetzt, also muss x 2 mal 7,2 sein, also 14,4. In Schritt 4 beantworten wir die gestellte Frage durch einen Satz, hier die Schenkel des Dreiecks messen jeweils 14,4 cm, wir achten auch auf die Einheiten in der Antwort, und die Basis misst 7,2 cm.